Ja, wir haben uns schon getaggt, zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 in der neuen Patch-Version. Ja, wir haben jetzt die Strecke von Düsseldorf, nee, Quatsch, von Luxemburg nach Düsseldorf, so rum. Und haben halt mal einen komplett Standardsänger, wie sie hier zu kennen sind. Ich habe mir jetzt die Romania Map runtergeladen. Das Problem ist aber, obwohl das meine Version ist, geht die nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe schon einiges versucht, aber das geht. Die sämtlichen Dateien kann man eingeben in den Mod-Ordner. Allerdings, sobald ich dann den Ladescreen zu meinem richtigen Startbildschirm nehmen will, in dem Spiel hier, stürzt es ab. Das heißt, es kommen so Meldungen von wegen Inkompatibilität, obwohl das eigentlich meine Version ist. Das muss man den Kunden verstehen. Ich hätte auch gesagt, schönen guten Abend, weil bei mir ist gerade 21 Uhr, also fast 21:30 Uhr. Und wenn ich manchmal jetzt das Mikro pusten sollte, kommt mir das nicht übel, aber ich habe das Mikro ein bisschen blöd eingestellt gerade. Ich habe ein bisschen Kopfhörer-Mikro, manche die haben ja so eins vor sich hängen und ich habe eins halt am Mikrofon. Am Headset. Scheiße. Ist 75 erlaubt? Okay, das hab ich schon noch nie gehabt. Wow. Die Ausfahrt müsste eigentlich noch die Originalausfahrt sein, ne? Boah, Alter, was ist denn das für Kurven? Ach, da drüben ist gerade so eine Zugmaschine, so Single gefahren, Single Zugmaschine gefahren. Und dahinter der Citroën Boxer. Ich dachte mir jetzt gerade, was hat der für eine Kumpel-Ladefläche? Immer geil. Gamescom 2014, den haben wir am vergangenen Part auch gefahren. Wow! Jetzt habe ich aber gerade Angst gehabt, ey. Alter Schwede. Ich finde den Patch richtig geil. Sind zwar ein paar mehr Straßen geöffnet sein können, aber unten das Feld oder so, das war ja gar nicht da, oder? Beziehungsweise dieser. Nee, die Straße, die ist definitiv neu hier. Die ist 100 Pro neu. Oder? Hör ich mich da? Moment. Naja, die Straße, die ist bis Ligier, glaube ich. Dann so dann normale Autobahnfahrt. Ah, ich finde, die haben das echt geil gemacht, die Umgebung, die ist viel belebter. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie sie es findet, aber ich finde das so. Ich hoffe, dass wir langsam mal ein paar Level aufsteigen, weil ich langsam mal diesen Mercedes-Händler, wenn wir den nicht schon haben, weiß ich gar nicht. Den Mercedes-Händler schon? Nee, ne? Nee. Ja, bisher nur Firmenanfragen von Euro-Aggress und Angebot von Volvo-Händler entdeckt. Aber irgendwann möchte ich mir ganz gerne mal meine neue LKW fahren. Zum Beispiel, in dem wir hier drinnen sitzen, habe ich mir auch gemalt. Da habe ich ja so einen neuen Mercedes draus gemacht. Was fährt denn da vorne? Tramerie und auch ein Goodies oder was? Super, ey. Achso, ich wollte mich mal entschuldigen für die scheiß Grafik hier. Aber irgendwie kann ich das zurzeit nicht ändern. Also ich rendere das mit Camtasia.
HD-Qualität normalerweise. Und Alter, das ist geil. Sorry, wenn ich mal kurz ablenke. Alter, so ein Windpark mit so einer Stadt dahinter, ey. Das ist mal richtig geil. Nee, und ich lasse mal auf YouTube hoch und ja, wenn man nicht auf 720 Pixel hochstellt, sieht man ein totales Krüsselbild. Das Problem ist bei mir, anfangs der Videos kann man plus bis 360 Pixel einstellen. Ich gucke mal, ob man das irgendwie anders einstellen kann, dass man Display auf 480 Pixel machen kann, weil ich hatte vorher auch Display auf 720 einstellen können, weil ich meine Videos immer auf Videos mit 720 Pixel rendern tue. Und ja, naja, werden wir ja sehen. Ich hätte vorher noch was trinken sollen, ich habe gerade einen trockenen Hals, ey. Wunder ist 3IT. Ich glaube, die Türme, die sieht man schon, ne? Oh Mann. Kollege? Du hast mal ein bisschen schneller fahren. Ui. Ein bisschen schneller fahren. Also ich gucke mal nach, nochmal auf die Seite wegen der Romanian Map, ob das wirklich, ob ich mich da verlesen habe oder ob das wirklich die Version war, ob das wirklich meine Version war, weil ich habe irgendwas mit 1.2 oder so gelesen. Kann sein, dass ich die falsche Version genommen habe, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich werde mal nachgucken. Weil wenn, dann patche ich das Spiel auf diese Version runter, damit mir die Rumänien, also wenn es die Version geben sollte, ein Update, wenn Updates da, wird es so updaten, dass die Rumänien Map, dass ich die auch kompatibel machen kann mit dem Shop. Na, was wird denn das jetzt hier? Oh Gott! Alter, der Konvoi, ey. Jetzt brauchst du nicht wegzufahren. Die stehen hier im Konvoi. Boah, Euro Agris, Tramare, Euro Goodies, alles mal vertreten in dem Konvoi. Alter, der Schwede, ey. Wir haben hier einen Parkplatz. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt sind. 16 Stunden. Dann kommt der nächste rein. Ach nö, wir fahren nicht mehr so weit. Und dann können wir noch ein Stückchen Nachtfahrt machen. Wenn wir nicht mehr so weit zu fahren. Das ist natürlich das Vorteilhafte. Ich mache jetzt mal ganz kurz mein Headset ein bisschen runter, weil ich habe mich jetzt der doppelt. Ich hoffe, man hört dann noch, dass meine Kommentare trotzdem. Ja. Müsste aber eigentlich nicht mehr. Jetzt bin ich ja nochmal so heiß im Bus. Dann steht dort ein. Ups. Ja, aber irgendwie finde ich gerade, dass die Frame Rate geht gerade runter sehr gut. Hallo. 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 Frame Rate, was geht denn jetzt ab? Was war denn das jetzt schon wieder, ey? Drüben steht oben ein Volvo. Amsterdam, Köln, Düsseldorf. Ich glaube, Gott, ich kann mich mal verbessern. Ich glaube, aber Köln war damals nur in der German Truck Simulator, vor allem nicht in der Version, oder? Ich weiß es nicht mehr. Macht die echt für was Werbung? Ja, kann man nicht erkennen. Aber offenbar steht immer dasselbe drauf. Alter Schwede, das Ding hat da nicht mehr viel Tank, ey. Ups, ups, ups. Das jetzt. Ach. Ach. Schön zu wissen, dass man es einstellen kann.
kann man denn das vorstellen? Boah. Lol, das wusste ich jetzt auch noch nicht, ey. Was ist C und F? Was ist das denn? C und F. Da kann man tiefer sitzen. Na, what the fuck? Was ist denn I und K? A, D. Kann man den hier rüber gehen? J und L. Lol, wenn man sonst so, wir haben eine andere Sitzposition, man, jetzt seh ich auch mal den Sitz. Bisschen komisch, aber das hab ich noch nicht gewusst, das ist das in einem. Alter, was geht denn bei dir? Hey, kleiner Spacken. Alter, was ist das denn da hinten? Ey, wie geil ist das denn? Und misst jetzt mal. Boah, diese neue Patchersonne hat's in sich, ey. Ohne Scheiß, und ich müsste mal ganz kurz aufs andere Spur wechseln. Ja, fahren wir jetzt mal so LKW, mal gucken, wie es an von LKW aussieht. So, jetzt weiß ich, was ich noch sparen wollte. Och, nicht das. Nein, verdammt, auch nicht das. Mich muss ich nicht das da. Mann, Mami. Die letzten 70 Kilometer haben wir vor uns. Gucken wir mal nicht, ne? Was geht denn hier los, ey? Erhöhtes Verkehrsaufkommen. Ja, was wird das denn? Oh, solche Assis, ey. Erst schnell fahren wie ein Bekloppt, lässt und dann halt, ne, sollte kein Schlei. Ach, ich muss doch eher fahren. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss doch eher fahren, ey. Sehe ich gerade. Das war jetzt ein bisschen sehr knapp. Sagen wir mal so. Köln und Mannheim. Ist Mannheim eigentlich auch immer? Weiß ich gar nicht. 80, wollte mich verarschen. Der Ausfall des 8 erlaubt, ja? Alter. What the f. Wow. Hm. Boah. Na was. Oh. Komm, fahrt! Warte mal. Ich muss mal einen anderen einstellen hier, ey. So, so tief sitzen ist einfach nur scheiße. Oh Leute, komm, ey, scheiße auf die Vorfahrtsregel hier. Ach komm, ich hab keinen Bock zu warten jetzt hier, alles nur Zeit. Zeit zu Geld, noch was Schild noch drin nimmt, genau. Ey, bevor ich hier noch 2 Stunden warte, weil wenn das Auto vorne fährt, da hält das zweite Auto ein. Doch schon mal warten, das fährt. Hoffe ich am Ende nochmal. Weil die oben von der Einfahrt kommen, die oben von dieser Ausfahrt kommen, die achten nicht auf andere Fahrer. Die fahren einfach blind drauf zu und hoffen, dass sie anhalten, die anderen. Oder da vorne. Gamescom als. Hä? Gamescom als Flüssigtransporter? Also ich kann mich erinnern, dass ich bloß diesen Koffer da genommen habe, aber jetzt Runde. Wer weiß. Ach, wir sind schon wieder auf den letzten knapp 30 Kilometer. Hier ist nur 60 erlaubt. Na gut, wenn es bergauf geht, werden wir auch nicht mehr bekommen. Denke ich mal. Framerate, die haut schon wieder ab, ey. Schöne wieder. Ja, ja, ich denke, jetzt wird gleich nicht lange dauern, so wie ich den Tank sehe. Zu lange dauern, da kommt sofort tanken fahren, aber jetzt ist mir scheißegal, weil wir sind gleich in Düsseldorf angekommen.
Ja, mal Fortuna Düsseldorf besuchen. Obwohl, die gucke ich mir auch manchmal an. Obwohl ich hier in Bayern bin, die gucke ich mir auch manchmal an. Fortuna Düsseldorf. Ach ja, hätten wir eine Tankstelle gehabt. Ja. Was zu spät ist, ist zu spät. Jetzt. Da kommt einer mit Anhänger von Opfergeld. Opfergeld Logistik, das ist auch vertreten in diesen Glasanhängern. Aber so groß wie dieses Packwagens, da eigentlich hier mehrere Trucks damit fahren. Aber nein, Gott, ich sage mal nichts. Ich hoffe, dass jetzt in Düsseldorf, dass wir jetzt einen LKW-Händler mal irgendwie erwischen. Am besten in Mercedes-Händler. Naja, werden wir ja sehen, ne? Scania entgegenfahren. Hier, die fahren alle zwar mit Licht, aber das ist mir gerade eigentlich scheiße. Ja, gut, ich sollte eigentlich auch mal mit Licht fahren. 50 Uhr. Na, Framerate, nur bleiben. Erster Aufenthalt in Düsseldorf, das klingt immer sehr gut. Erster Aufenthalt ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir ein bisschen mehr erkunden dürfen oder können oder was auch immer. Ja. Wo genau müssen wir jetzt hin eigentlich? Gamescom, Mann, ey. Ich liebe es, Alter. Da ich ja damals auf diese Version keinen Edward Thompson übrigens als kleine Wanne, wo jetzt alles so wie man das nennen kann. Alter, wolltest du mal? Ach nee, deine Vorfahrt stimmt. Naja, merkst du, dass ich noch keinen Führerschein habe. So, wir müssen zu Stokes rein und die haben auch schon Fracht für uns da, allerdings. Ach ja, guck mal, die Fußgänger hier. Die Sägespäne oder sowas, oder was auch immer das bezeichnet wird. Schon mal den Helfer? Ist der da was? Ups. Ne? Dach. Okay, nee, also die, man fährt durch die Leute durch. Alter. So ein Fail, ey. Ich glaube eher, dass man sich hier Busse runterladen muss oder so. Ja, durch. Dass man sich hier Busse runterladen muss oder sowas und die dann damit fahren. Und hier zeigt die Händler haben die nicht, oder? Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Moment mal. Ey, komm, wir haben 13 Stunden. Ich suche jetzt mal, guck jetzt mal kurz durch, ob wir hier noch irgendeinen Händler oder sowas. Würde mich mal interessieren. Ne, fahr doch. Ich hätte nicht im Weg. Nee, ich würde jetzt mal gucken, ob ich hier irgendeinen Händler habe noch in Düsseldorf, also ein LKW-Händler. Ich glaube, das, ne, ist falsch gefahren oder was? Bin ich jetzt falsch gefahren? Gut, biegt mir halt rechts ab, ist mir auch egal. Hier haben wir FC. Oh, die bauen sogar. Jetzt noch? Lol. Ach, wir müssen einmal auf die andere Strecke drauf. Na gut zu wissen, ey. Du darfst eigentlich fahren, Kollege. Wir hatten Hänger dran gehabt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen von Weitem. Da, was war das denn jetzt? Ist bloß die Garage. Muss ich wieder mal anhalten, ey. Guck jetzt durch die Weltgeschichte rum, aber denk nicht mal ans Bremsen. Oh, nicht schlecht. Jetzt ist doch irgendein Händler, ey. Was ist denn das für ein Händler, Mann? Wenn ich es mal erkennen würde. Das ist ein. Bitte was? Renault Trucks Händler. Na, ja, schauen wir mal kurz hinein, gucken wir uns die alles vor. Trucks da anbieten. Das hat so eine übelste Rangiererei, aber. Das ist mir eigentlich gerade.
egal. Haben wir denn hier alles da für welche? Also Renault Premium haben sie überall. Renault Megane haben sie immer betreten. Na gut. Ich weiß mit Außenansicht. Gut, das müsste eigentlich reichen. Jetzt lenke ich mir den komplett mal links ein. Und dann fahre ich genau in die falsche Richtung. Aber zum Glück kann ich ja noch hin. So. Das ist eine kleine Abkürzung hier. Schaden haben wir okay gemacht, ne? Nicht mal Schaden am Truck. Ist auch nicht übel, du bleibst schön grün. Und ein bisschen zu Stokes rein, wo wir gerade eben schon waren. Hätte eigentlich schlecht langfahren können, das wäre eigentlich, na egal. Das wäre zwar einfacher gewesen. Ach, hier sind mal irgendwo Goodies, okay. Jetzt müssen wir noch etwas weiter fahren. Alles klar. Ich verklemme mal Querfeld ein hier rein. Ey. Scheiß, oh, ups, Alter. Hoppala, das war dann wohl die. Nein, zum Glück, passt doch, passt doch, mit dem Bosch an. Oh, die Felgen sind alles wie Chrom, kann das sein? Voll geil. Gut, ausgezeichnet. Ja, fast Level 9. Das wird immer besser hier. Na dann, Leute, bis zum nächsten Part. Wie gesagt, wenn es nicht so hängen würde. Ciao.